Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein Let's Play für euch und diesmal ein Let's Play der ganz besonderen Art, denn ich bin jetzt hier nicht nur mit einer ganzen Crew und einer wunderbaren Constellation hier, sondern wir wollen euch auch mal ein Let's Play zeigen, was so einen ganz, ganz kleinen Ausblick darauf gibt, was wir im Crash Core, wie wir eigentlich spielen, wie wir wirklich auch mit getrennten Whisperlisten spielen, was wir ausbilden, was ja ein sehr wichtiger Teil von uns ist. Deshalb wollen wir euch das so ein bisschen zeigen. Denkt dran, wir sind auch noch in der Ausarbeitungszeit, das heißt, es ist vielleicht noch nicht alles 100%ig perfekt, aber wir wollen auf jeden Fall ein schönes Gameplay damit zeigen. Ja, und dafür habe ich jetzt eine ganze Crew hier vor mir. Das ist einmal heute mein Executive Officer, das heißt, meine erste Hand an Bord ist es die Padra. Hallo, Padra. Hallo. Dann haben wir RC, du bist unser Tactical Action Officer, kurz TAO heute. Hallo, RC. Aloha. Ja, und Weezen? Was macht der Weezen hier? Weezen, du bist jetzt heute Crew Chief. Du hast dich in die Navy verirrt. Jawohl, das bin ich heute. ich werde heute mal den Turm bedienen, unteren. Versuchen, die Scanner-Reichweite auszuweiten, meine Augen einzusetzen und hoffentlich treffe ich sogar ein bisschen was. Und vielleicht EVA, aber das weiß man nicht. Wir drücken die Daumen. Auf jeden Fall, was hier so um uns herum kreist, was ihr schon seht, das ist das Fighter Command. Wir haben nämlich ein ganzes Flight dabei, was uns, also das heißt vier Jäger, die uns auf unserer Mission eskortieren wollen. Ja, und wie sieht die Mission aus? Es ist ganz einfach. Wir haben einen Rettungseinsatz. Eine Notruf kam an von der ICC Probe und wir werden da jetzt erst zur ICC Probe und dann zu unserem Notrufgeber hinspringen, um zu gucken, ob wir dort helfen können und ob wir natürlich in den Kampf eingreifen können, wenn er noch aktuell ist. Und das ist unsere ganze Mission heute. Das vollständige Briefing hatte die Crew schon vorher. Das heißt, wir wissen alle, was wir zu tun haben. Und deshalb würde ich sagen, Leute, wir legen am besten direkt los. Padra, es ist dein Schiff und deine Crew. Let's go. Und ich werde gleich mal mit Crash Actual kommunizieren, denn das ist Nina Puna und der ist unser unser Commanding Tactical Officer. Das heißt, der ist wirklich die Missionsleitzentrale. In diesem Sinne, Padra, du hast jetzt Freigabe für den Pre-Flight-Check. Alles klar. Dann alle Mann auf Station. Berichte will ich im Anschluss haben. Hi, aye, Sir. Copy. Also ich wäre dann wieder da. Von meiner Seite her kann es losgehen. Okay, Allianz ist bereit, alle flugtauglich. Keiner muss mehr pinkeln. Habe ich eh nicht mehr in der Zeit, selbst wenn ich müsste. Du zwickst Pinkeln, vertraue deinem Flight Suit. Oder der Flasche. Oder der Erwachsenenmündel. Der was? Der Erwachsenenmündel. Oder dem Katheter. Dem Katheter. So, stehe auf der Rampe. Sieht gut aus. Immer so ein bisschen bedrohlich, ne, mit dieser Schleuse hier oben. Mhm. Gut. Ich gehe mal nach Achtern. Crash Actual, hier IRS Phalanx. Wir sind jetzt auf der Cryastro Station 042 eingetroffen. Das Schiff wurde uns vollständig repariert übergeben. Wir machen jetzt einen Pre-Flight-Check und würden dann um Starterlaubnis bitten, wenn wir bereit sind. So verstanden? Komm. Als Phalanx hier Crash Actual verstanden, Sie melden sich in Abflug bereit. Kommen. Crash Actual, Phalanx, alles klar, ich verstehe Sie laut und deutlich, over and out. So, Crash Actual ist auf Standby, die warten jetzt darauf, dass wir hier das Schiff bereit melden und Spectre ist ebenfalls da und wartet darauf, dass sie uns eskortieren dürfen. TO meldet Pre-Flight-Check, abgeschlossen. Keinerlei Schäden entdeckt. Bewaffnung, Hauptbewaffnung, 2 M7A Laser fixed, 2 M6A Laser gegimbelt, volle Beladung Marksman 1, volle Beladung Strike Force 2. Bewaffnung an den Türmen, zweimal Zwillingsbadger. TAO begibt sich auf Station. So verstanden. Crew Chief meldet, wir sind einsatzbereit. Check. XO an CO, melde volle Einsatzbereitschaft der IRS Phalanx, alle Systeme online, keine Schäden festgestellt. So verstanden. Gut, dann ich habe auch Platz genommen, das heißt die Crew ist vollständig an Bord. Dann werde ich jetzt bei Crash Actual direkt um Starterlaubnis und Missionsbeginn bitten und Spectre informieren.
Crash Actual, hier IRS Phalanx, bitte kommen. Phalanx hier, Crash Actual, hört kommen. Crash Actual, Phalanx, wir sind startbereit und missionsbereit. Preflight Check ist erfolgt. Wir sind aktuell auf der Cryastro Station 042 und würden jetzt mit der Mission beginnen. Das Fighter Command ist bereits im Umkreis um die Station auf Standby und wir erwarten jetzt Start- und Missionsfreigabe. Kommen. Phalanx hier, Crash Actual, verstanden. Warten Sie noch, Heinz Mike. Ein Transporter mit lieben Fracht verlässt gerade noch den Sektor. Danach haben Sie Startfreigabe. Können selbstständig in die Mission starten. Viel Glück dabei. Kommen. Crash Actual, Phalanx, so verstanden. Wir warten noch eins, Mike, auf einen Transporter und halten uns Standby. Over and out. So, ich habe Startfreigabe beantragt, aber Crash Actual lässt uns warten. Ein Haldi-Transporter mit Lebendfracht muss erstmal den Sprung machen. Was auch immer da drin sein soll, das so wichtig ist, dass wir hier festhängen. Xenomorphs. Dabbernde, stinkende Xenomorphs mit Ansteckungsgefahr, glaube ich. Im Zweifel ist es immer das Gleiche bei dir, ne? Ja. Nach dem Motto, bloß fernhalten davon. Mich erinnert es ein bisschen an diese zweiköpfigen Kühe aus Fallout. Tribbles. Ganz klar, Tribbles. Es sieht Tribbles, so geil nein, aus. Tribbles. Flobber. Ich mache hier gerade so ganz elegische Kamerafahrten. Ja. Leider kommt der Server nicht ganz hinterher, aber dafür sieht es einfach trotzdem geil aus. RC, die Waffen sind ja wohl der Hammer, die du da oben drauf geknallt hast. Was ist das jetzt genau? Zwei M7A-Laser auf den oberen Antriebsgondeln. Oh, weia. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie die sich schlagen gleich. Ja, bin ich auch. Was machen die denn? Die warten noch auf Startvorgabe von Crash Actual. Ja. Müssen die Conny erst bauen, oder? In Navy-Farben anstreichen. Wir haben dort die von der... genau. Navy-Farben anstreichen. Wir haben die Reste von der Explosion zusammengeklaubt und von meinem Schiff und bauen jetzt eine neue. Müssen die gerade runterkehren vom Pad. Das ist irgendwie... wir wissen gerade immer, FC so... so die Geschwindigkeit, wie die Navy erstattet, ja. Später so im PU. Die Navy macht den Pre-Flag-Check und dann heißt das, ja, wir fliegen schon mal vor, wir machen die Mission, ihr könnt ja die Reste aufsammeln. Spectre, Phalanx hier, wir sind jetzt gerade mit dem Pre-Flag-Check fertig und würden jetzt gleich in die Mission starten. Seid ihr einsatzbereit? Phalanx hier, Crash Actual, kommen. Phalanx hier, Spectre. Melde von der Einsatzbereitschaft. Spectre, Phalanx, danke, over and out. Crash Actual, Phalanx, wir hören, kommen. Phalanx hier, Crash Actual, kleines Lager-Update. Carrier Security Outpost steht unter Quarantäne. Geht irgendwie was um ein Tribbles-Befall? Wir haben keine näheren Informationen. Ihr Status ist aufgenommen bei Crash Actual. Sie haben Start- und Missionsfreigabe zur Fortsetzung des Auftrags kommen. Crash Actual, Phalanx, so verstanden. Wir haben Start- und Missionsfreigabe und werden dementsprechend jetzt mit der Mission beginnen. Kommen. Phalanx, hier Crash Actual, verstanden. Viel Glück. Over and out. Gut, wir haben Startfreigabe. Das heißt, XO, dein Schiff und ich würde sagen, take her out. Zack. Manöveralarm, beginne Startvorgang. Greyzone, 4 Green Cons. Ach, es sieht so schön aus. Manöveralarm beendet. Spectre hier, Phalanx. Wir sind gestartet. Bitte Reform on Phalanx. Phalanx hat verstanden. Führt mich wieder aus. Dauert Achtung, hot. Reform on Phalanx. Weg. Jetzt bin ich verwirrt. Da steht RC dran und wenn ich ihn selektiere, steht Patra. Das Spiel ist stimmt. Eigentlich. Tatsache, ja. Von mir auch so. Ja. So, das Fighter Command reformt. Und Padra, du kannst ja schon mal gucken, dass du die Koordinaten für unseren Einsatz hast. Check. Und ich richte mich nach ICC Probe aus. Spectre, erster Sprung wird über ICC Probe gehen.
Unsere Reisegeschwindigkeit beträgt 110 Meter die Sekunde. Und die Phalanx ist ausgerichtet. Dankeschön. Dann wird Spectre gleich vorspringen. Wir kriegen die Nachricht, wenn sie angekommen sind, dann springen wir hinterher. Also Standby kurz. Spectre, ihr habt Sprungerlaubnis zur ICC Probe 849. Bitte vorspringen und den Endquad ansagen. Aufrechte Position. Phalanx haben verstanden. Springen voraus. Okay, Jungs. Einmal ICC anpeilen. Aligned. Back. Set. Okay, Flight Concord to ICC. Check, Concord. 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 Okay, Fighter Command springt. Ja, so sieht's aus, RC. Also, das heißt, Weezen, du kannst jetzt den Bordservice einstellen. Muss auch schnell den Trolley festzurren. Ja, sie haben gleich noch die Möglichkeit, zollfrei einzukaufen. Ja, eigentlich müsste ich jetzt so Werbedeals halt irgendwie so Werbesachen vorlesen, von wegen halt irgendwie Autovermietung und Hotels und bitte besuchen Sie doch auch unseren Partner. sichern Sie sich doch die Sonderangebote. Hatten wir da nicht mal ein Foto im Forum von der Hall, die so entsprechend mit Sponsoring beklickt war? So Leute, wir haben Sprungfreigabe, Spectre ist angekommen, Greyzone keine Kontakte, also du hast Sprungfreigabe im Patra. Manöveralarm, beginne Quantumsprung. Vom Quad. Ja, sieht geil aus. Mhm. Endquad, Manöveralarm beendet. So verstanden. Was haben wir? Haben wir Kontakte? Mehrere Greencons, handelt sich um Spectre. Ah, alles klar, gut. Ich funke kurz mit Spectre. Spectre, Pandora hier, wir sind jetzt bei euch angekommen. Bitte Reform und Phalanx. Wir werden dann gleich aufbrechen zum Missionsziel. Gut. Phalanx hier, Spectre. Check Reform. Gut, Spectre reformed. Und das heißt, Padra, du kannst dir das Missionsziel raussuchen, wenn du es dann hast. Was macht denn der Slider hinter uns? Was macht er denn? War ganz schön dicht, aber es sieht aus, als wenn es geplant ist, so. Sehr gut. Richte die Phalanx aus. Sehr gut. Gut, sind wir ausgerichtet? Check. Dankeschön. Dann gebe ich weiter an Spectre, die werden vorspringen. Spectre, wir sind allein zum Ziel. Bitte vorspringen und Endquad melden und die Zone, bitte. Phalanx, Spectre, hab verstanden. Gut, das Fighter-Command springt voraus. Da wir bei der Zone davon ausgehen müssen, dass wir Feindkontakt haben, gehen wir direkt auf Gefechtsalarm, bitte. Und ihr habt bei Redcons Waffenfreigabe für alle Feuerwaffen. Copy. Copy. Und dann gucken wir doch mal, ob wir da jemandem helfen können. Gut, wir springen los. Das Fighter Command hat uns freigegeben. Greyzone, keine Kontakte. Was für eine Sprungfreigabe, Padra. Check. Manöveralarm, beginne Quantumsprung. Komm, Quad. Endquad, Manöveralarm beendet. Gut. Direkt auf Ziele scannen, bitte. Greyzone, 4 Greencons. Verstanden. Gut, ich sag Phalanx Spectre Bescheid. Spectre wird jetzt ein Stück vorausfliegen im Cruising Speed. Das heißt, du kannst auch auf Cruise Speed gehen, wenn du es noch nicht bist, Padra. Check. Und schon mal Recon-Leistung machen und sie werden auch den Feind selbstständig angreifen, wenn er sich zeigen sollte. Also versuche an ihnen dran zu bleiben, so gut es geht. Bis dann vorausfliegen und in Cruising Speed würde ich jetzt nicht gehen, wie empfohlen, sondern wir springen fliegen voraus und suchen nach eventuellen Feindkräften. Okay. Alles klar.
versuche uns selbst möglichst aus den dichtesten Brocken rauszuhalten, sondern nur dann Ziele anzugreifen, wenn es möglich ist. Sehe halbwegs sicher da durch zu landen. Dracon, Pirate 112. Back. Redcon 113, 114. Falex ist back da, wir hatten Feindkontakte und ein. Focus Target 114. So verstanden, das zivile Schiff hat okay. Die absolute Priorität, bitte auf jeden Fall schützen. Redcon 119, 120. Back. Focus Target 120. Copy. Copy. Flight Engage, Pirate 112. Copy. Flash. Flight Engage, Pirate 115. Romeo Red. Flash. Flash. Flight Engage, Pirate 73. Auch nicht. Nächstes Target 121. Copy. Copy. Flash. Flash. Wende. Nächstes Target 119. Copy. Spectre kümmert sich um den direkten Beschutz, um die direkte Beschützung des Ziels. Wir versuchen vor allem die nachrückenden Gegner zu erwischen. Engaging 120. Unter allen Umständen das zivile Schiff schützen. Ich slash 118. Flash 111. Flash. Flash. Engaging 115. Copy. Flash. Flash. Next target 119. Copy. Flash. Next target 120. Copy. Flash. Next target 114. Wie viele Redcons? Schätzungsweise? 6, 7? 6. Next Target 118. Das war knapp, sehr schön. Dann so, 118, Copy. Flight Engage, Pirate 114. Copy. Okay. Engaging in 3. Ich bin explodiert. Flash. Next Target 119. 120 on our 6. Flash. Engaging 120. Next Target 113. Ende. Copy. Flash. Next Target 120. Copy. Flash. Keine Ziele. Gray Zone. Gray Zone. Ich wiederhole keine Ziele, ja? Keine Ziele. Ich sehe keine Kontakte mehr.
So verstanden, Spectre. Wir bestätigen keine Ziele. Wir haben Grey Zone. Wir bleiben auf Gefechtsbereitschaft, bitte. Spectre meldet einen eigenen Verlust. Spectre scheint einen Verlust zu haben. Ja, hat er mir gerade gemeldet. Sekunde, ich frag nach. Spectre, konnte der Pilot aussteigen oder ist es ein Totalverlust? Negativ. Konnte das Schiff leider nicht rechtzeitig verlassen. Okay, Jungs, wie Form und Phalanx? Form? Dann machen wir jetzt das zivile Schiff verloren, ich seh's nicht mehr. Das ist explodiert. Die springen immer weg automatisch. Achso? Ja. Achso, weil wir mehrere waren wahrscheinlich. Ja. Die springen immer direkt weg, also. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das geschafft haben, weil ich hab zwischendrin mal irgendwie was schreien gehört. Wir haben leider einen Totalverlust. Ich melde den jetzt mal an Crash Actual. Also kein Pilot im EVA. Leider. Haben wir irgendwelche Daten dazu unserem Missionsziel? Negativ. Missionsziel nicht aufschaltbar. Verstanden. Ist die Mission erledigt worden? Ich meine, einen Funkspruch gehört zu haben, dass die Position, die evakuiert werden sollte, es nicht geschafft hat. So, verstanden. Ich frag nochmal bei Spectre. Spectre, habt ihr irgendwelche Daten über den Verlauf der Mission? Haben wir die Mission erfüllen können oder nicht? Wir rätseln gerade auf darüber. So, verstanden. Alles klar. Dann Reformer und Phalanx, bitte. Ich kommuniziere mit Projector. Spectre hat keine Informationen darüber, ob die Mission geschafft wurde oder nicht. Ich werde jetzt exakt das an Crash Actual melden, ja? Das Mobiglas sagt mir auch nichts an. Alles klar, dann ist das Ziel ungeklärt. Wir können nicht sagen, ob die Mission erfolgreich war oder nicht. Ich melde jetzt direkt an Crash Actual. Crash Actual, hier IRS Phalanx, bitte kommen. IRS Phalanx, hier Crash Actual, wird kommen. Crash Actual Phalanx. Wir haben die Mission abschließen können, allerdings sind wir uns nicht sicher über deren Ende. Wir hatten einen Greycon, der anscheinend der Notrufgeber war, der aber während des Kampfes verschwunden ist. Wir wissen nicht, ob er sich selbstständig aus dem Staub gemacht hat oder ob er vernichtet wurde oder ob ein anderer Fall eingetreten ist. Das heißt, wir haben momentan keine Mittel zur Überprüfung, ob die Mission erfolgreich war. So, verstanden, kommen. AS Phalanx hier, Crash Actual, verstanden. Ich gebe diese Information an die Port Olissa Security weiter. Vielleicht haben die mehr Informationen. Geben Sie bitte aktuellen Schiffs- und Crew-Status kurz durch, zum Abgleich kommen. Crash Actual, Phalanx, Standby. So, Crash Actual hätte gerne unseren Status. Wie sieht's denn bei uns aus? Haben wir Schäden genommen? Tau meldet laut Sichtkontrolle aus dem oberen Turm keine Gefechtsschäden, nur der obere Turm kann im Moment keine Ziele aufschalten, er bitte Restart des Turms. So, verstanden. Jetzt für den Moment negativ, solange wir noch in Gefechtsbereitschaft sind. Erstmal kurz da drin verweilen. Ich hole mir jetzt noch eine Schadensmeldung von Spectre ein, ansonsten keine Spur von dem zu rettenden Notrufgeber, richtig? Auch. Okay, gut. Ich warte kurz auf den Status von Spectre. Spectre, Ein Schiff ist nur noch voll einsatzfähig, alle anderen sind beschädigt. So, verstanden, Spectre, dann bitte Reform und Standby. Gut, also so wie es aussieht, hat Spectre ein bisschen mehr erwischt, ist nur noch ein Schiff voll einsatzfähig. Ich werde das jetzt direkt melden an Crash Actual und dann hören, was wir für weitere Befehle kriegen. Crash Actual, hier Phalanx, bitte kommen. Phalanx, hier Crash Actual, hat kommen. Crash Actual Phalanx, also das zu rettende Schiff ist nicht aufklärbar gewesen, das heißt wir haben den Angriff abgewehrt, haben aber nichts weiter über das Missionsziel rausfinden können und das Fighter Command hat gemeldet, aus dem Flight ist nur noch ein Schiff vollständig einsatzfähig, die anderen Schiffe sind beschädigt und eines ist zerstört. Die Constellation selbst ist unbeschädigt und voll einsatzfähig. So, verstanden, komm. AS Phalanx, hier Crash Actual, verstanden. Frage, Lageeinschätzung. Ich hätte einen kleinen Erkundungsauftrag noch, wahrscheinlich ohne Feind, sodass währenddessen Ihre Begleitkräfte an einer Cryastro sich reparieren lassen können. Wie Sie sehen, sehen Sie die Entscheidung da kommen? Crash Actual, Phalanx, so verstanden. Wir werden uns dann annehmen. Wir nehmen einen Escort-Jäger mit, die anderen schicken wir zum Reparieren. Das heißt, ein neuer Kurs ist Kovalik Shipping. Unsere Piloten holt kurz ein
die Kamera wieder an. Warte wieder ab, da ist mir was geschehen. Phalanx hier, so verstanden. Actual, richtig so, kommen. Crash Actual, Phalanx, so verstanden, over and out. Gut, also dann, wir haben einen neuen Auftrag bzw. eine kleine Erweiterung an dieser Stelle von Crash Actual. Das werden wir uns jetzt gleich angucken und werden dementsprechend auch gleich fortfahren. Aber an dieser Stelle wollen wir auf jeden Fall euch erstmal vielen Dank sagen, dass ihr zugeschaut habt. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Mission bis zu diesem Punkt und wir werden sie jetzt fortsetzen und dann werdet ihr das natürlich auch sehen. In diesem Sinne würde ich sagen, das schaffen wir jetzt hier aber zu viert in dem Channel, oder? 3, 2, 1 und... See you on Flight Deck! Sehr schön. Melden Collision. Beschädigung am eigenen Schiff. Jetzt hat Spectre gerade eine Kollision gemeldet am Abschluss. Wunderbar. Na super.